Ich habe einen schrecklichen Fehler begangen. Commander, manchmal wünschte ich mir, Sie wären hier, um meine Ambitionen im Zaum zu halten. Subjekt Gamma ist entflohen. Ein Erdbeben hat einen winzigen Riss in der Sicherheitszelle verursacht. Mehr hat die Kreatur nicht benötigt. Okay. Es hat das Metall zertrümmert und wie Glas zerbrochen. Oder wie eine dünne Eisschicht. Verdammt, Walen! Was haben Sie getan? Okay. So, ganz vorne an der Kante, das missfällt mir. Aber ich denke, wenn wir drei Soldaten da haben, die erstmal Feuerschutz stehen. Ich denke, die Kreatur wird gleich noch auf uns zukommen. So, dann holen wir die Sniper hinterher. Volle Pulle. Hier ist schon wieder so ein blödes Schlangenvieh. Boah. Okay. So, und ihr geht da vorne auf Feuerschutz. Wenn da irgendwas passiert... Aufgrund der sehr begrenzten Mittel, die mir zur Verfügung stehen, frage ich mich manchmal, ob ich meine Bemühungen lieber auf ein Subjekt hätte konzentrieren sollen, statt der drei, die sich nun in meiner Obhut befinden. Nur wenige meiner Angestellten fühlen sich im Sicherheitstrakt wohl, sodass ich selber stets wachsam sein muss. Dennoch überwiegen die möglichen Vorteile bei weitem alle Bedenken. Auch wenn ich zugeben muss, dass das Unbehagen in der Gegenwart von Subjekt Gamma ziemlich ansteckend ist. Fischer hat sich auf den Weg gemacht, um die Kreatur zu suchen. Ihr verdammter Heldenmut. Sie hat keine Spur von Subjekt Gamma gefunden, dafür aber ein Gelege entdeckt. Ersten Untersuchungen zufolge sind die Eier reptilischer Natur. Okay. Wenn Gamma sich tatsächlich fortpflanzt und auf irgendeine Weise mit anderen seiner Art kommuniziert, sind wir verloren. Ja, Valen, dann haben wir mal schön Mist gebaut. Das kann ich machen. So, wir rücken jetzt hier langsam rein. Geht in Ordnung. Du kommst... Ja, wo kommst du mit hin? Irgendwo müssen wir dich ja mitnehmen. Dann kommst du da mit hin. Bin schon unterwegs. Und die Sniper bleiben noch eine Runde stehen. Feuerschutz. Okay. Kraut muss wieder vorrennen, ey. Scheiße. Komm. Klingt machbar. Dahin? Alles ruhig. Slap. Hier an den Stein? Was ist da drüben? Was? Wo? Oh, sag doch nicht immer so ein Scheiß, Mädchen. Da ist keine Deckung. Kann ich dich da hinsetzen? Ist das noch blau? Ja. Oh, das ist direkt da. Scheiße, ich. Oh, ich will da noch nicht so vorrücken. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier eine gute... Nee, pass auf, wir machen anders. Jetzt nehmen wir den hier. Du gehst mal... Der kommt bloß da hoch, ne? Scheiße. Klingt machbar. Dann nehmen wir die erstmal mit. Jawohl. Hier, und dich, Sniper, dich nehmen wir auch mit. Verstanden, rück ab! Und Vorsicht. Feuerschutz, Feuerschutz. Bestätigt, bin dabei. Läuft. Halt. So, jetzt kriege ich dich hier hoch. Kein Problem, Boss. Okay, alles gut. Dann... Kriege ich dich jetzt nicht hier hoch? Ach, es gibt hier bloß den einen... Warte. Dann muss ich dich hier... überstellen. Natürlich. Moment
dann kannst du jetzt hier hoch. Okay, bin unterwegs. Du bleibst da und Central, du gehst jetzt hier nach vorne. Schon unterwegs. Ach, du kannst da hochklettern. Ah, du hast den Weg blockiert für die anderen. Scheiße. Ist das gesehen. Fallen? Das lässt sich aus der Entfernung nur schwer sagen. Die Lebenszeichen werden überlagert von... Das dürfte wohl Subjektkammer sein. Ach, du Scheiße. Ein König erschaffen. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Jetzt kann ich wieder, oder was? Oh fuck! Warte mal, wir haben... Moment, du hast doch diese Frostbombe. Kannst du hier mal die Frostbombe auf den feuern? Dann kann der erstmal jetzt nichts machen. Boom! So, der ist jetzt erstmal eingefroren, alles klar. Wahlens Schöpfungen werden es uns wohl nicht leicht machen. Auf schnelle Bewegungen so. Achten, wenn es die Position wechseln will. Die Frage ist, wir haben bloß noch die beiden. Du kannst noch mal, kannst du von hier aus den treffen? Wenn ich nach hier gehe, dann bin ich sicher, dass du den treffen kannst. Komm. Kein Problem, Boss. Oh, was? Nein, du sollst den anderen treffen! Ah ja, gut. So, feuer den weg. Gut. Na, was sagt ihr dazu? Hä, wieso habe ich denn jetzt hier... Wieso hat der bloß... Hä? Ach, na, das ist doch eine Scheißbombe. Jetzt hilft das ja nicht mehr, oder was? Ich könnte dir Sturm und Schuss geben. Hilft mir das? Nee, du kannst... Los, Randa. Schwerthieb. Los, Feuer. Einmal Frost hatte er noch. Oh, jetzt ist er schon aufgetaut. So, theoretisch müsstest du dich jetzt einmal wehren können, oder? Ich übermittle jetzt alle relevanten Aufzeichnungen zu diesem Vipernkönig. Ich habe es gesehen. Nur ganz kurz. Im Sicherheitstrakt. Ach, der kann jedes Mal eine Aktion machen. Das Objekt ist seit seiner Flucht enorm gewachsen. Und wenn der Rest nicht zu Hilfe geeilt wäre, wäre ich jetzt nicht mehr hier. Okay, der schnappt sich jetzt hier das mein sieht Sniper. Aus. Blitzschnelle Hände. Wir versuchen erstmal blitzschnelle Hände. Wollen wir mal gucken, ob der dann auch noch wieder eine Herrscheraktion machen darf? Ziel getroffen, minimaler Schaden. Okay. Du kannst jetzt... Was hast du denn hier? Schattenfall? Was heißt das? Ach so! Ah, das ist diese neue Waffe hier. Komm, hau auf das Ding. Ja, ist nicht so doll. Wow. Panzerung getroffen. Aber jetzt darf der wieder eine Aktion machen. Der konzentrierte Atem dieser Kreatur zeigt extrem niedrige Temperaturwerte an. Der Kontakt kann zu schweren Gewebeschäden führen. Gut zu wissen, Doktor. Sprengschuss. Nee, auf die Deckung nicht. Ich hätte gerne ihn gehabt, mit dem ich die Rüstung zerstören kann. 42%. So, wie sehen meine Leute aus? Der hat ein bisschen was abgekriegt hier, meine Sniper-Tante. Scheiße. Alpha. Los, hau raus. Guten Schuss, komm, guten Schuss. Naja, immerhin. Rüstung
Rüstung ja. wurde getroffen. Ja, wir haben auch noch nichts von der Rüstung zerfetzt. Das ist natürlich Mist, der haut jetzt ab. Das ist gut. So, was kann ich mit dir machen? Du könntest jetzt mal hier eine Splittergranate. Komm, hau rauf. Die macht zwar bloß ein bisschen Schaden, aber die könnte ihm die Rüstung zerfetzen. Immerhin einmal Rüstung weg. So, Herrscher darf jetzt wieder. So, jetzt ist Kraut nochmal dran. Kraut hat nur 36% und ist jetzt die letzte. Dann ist unser Herrscher wieder dran, ja. Und darf irgendwas machen. Ich könnte dir einen Hilfsbefehl. Wir haben den verbündeten Ziel. Er gewährt diesem Ziel bis zum einen Bonus auf die Verteidigung. Gremlin Heilung. Komm, dann mach einmal Heilung auf Dolly. Heilmodus. So, jetzt ist Herrscher Reaktion. Jetzt darf er irgendwie angreifen. Ah, der holt sich wieder ein und wirkt. Bin getroffen. Ja, ja, nicht so gut. Nicht so wichtig. So, wieso hast du nur so wenig, ich kann nicht mal umschalten. Ich muss den jetzt nehmen. Warum? Aber mit so wenig Trefferwahrscheinlichkeit brauche ich doch nicht schießen. Vor allem kann ich begebe mich zu dieser Position. Mit der Pistole schießen, oder? Ach so, scheiße. Oh nein, oh nein, oh nein. Ah, ich muss jetzt hier. Komm. Hau weg. Abgeprallt. So. Was macht ihr jetzt? Das ist eine Art psionischer Riss. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wieso Valen der Kreatur diese Fähigkeit gelassen hat. Er will sich aus dem Staub machen. Erledigt ihn, bevor er entwischt. Ach du Scheiße. Unsere wenigen verbliebenen Speer berichten von einer gesteigerten biologischen Dichte in der Gegend. Jetzt ist klar. Errungenschaft freigeschalten. Ich darf mir nicht länger etwas vormachen. Gamma kommuniziert eindeutig mit anderen seiner Art. Und dann sind da noch diese Eier. Central, Dr. Valens Schlussfolgerung klingt logisch. Der Vipernkönig wird weiter Verstärkungen rufen, bis wir ihn endgültig zum Schweigen gebracht haben. Sie müssen ihre Bemühungen auf ihn konzentrieren. Verdammt, er ist uns entkommen. Irgendetwas sagt mir, dass wir das Ding nicht zum letzten Mal gesehen haben. Beim nächsten Mal müssen wir uns mehr anstrengen. Der Große ist uns zwar entwischt, aber zumindest haben wir das Gebiet endlich gesichert. Ja, okay. Und es haben alle überlebt, das ist wichtig. Das ist nicht sie. Central. Ich messe keine weiteren Lebenszeichen mehr. Weder menschliche noch sonstige. Die Höhle ist gesichert. Okay, also werden wir auf diesen Vipernkönig noch öfter treffen. Und darum brauchen wir dringend bessere Waffen, dass wir dem mehr Schaden zufügen können. Also wir haben den jetzt mit viel Mühe die Hälfte seiner Lebenspunkte abgezogen gekriegt. Wir brauchen dringend bessere Waffen. Wow, das ist noch nicht mal eine spannende Quest hier. Ich hoffe nur, der Vogel taucht jetzt nicht einfach in irgendwelchen anderen Missionen noch auf. Sondern halt, das gibt jetzt so eine Art Story, wo wir dann am Ende den jetzt verfolgen und ihn dann hoffentlich bald das nächste Mal erwischen können. So, was ist jetzt hier? Hallo, hallo, hallo? So, wir haben... Oh, schwer verwundet.
Ja, ja, ja. Heftiger Schuss, blitzschnelle Hände. Du kriegst blitzschnelle Hände. Und was haben wir hier? Oha, was haben wir denn mit ihr? Tod von oben. Das Ausschalten eines auf einer niedrigen Position befindlichen Feindes mit Präzisionsgewehr erfordert nur eine Aktion und beendet die Runde nicht. Das Ausschalten. Schnellziehen. Das Abfeuern der Pistole als erste Aktion beendet nicht mehr länger deine Runde. Bisher hatte ich ja als... Also ich könnte dann Pistole... Ich könnte dann im Prinzip, wenn ich will, auch dreimal mit der Pistole feuern, oder? Ich hätte dann blitzschnelle Hände, einmal Pistole feuern, schnellziehen, Pistole feuern und normal Pistole feuern. Tod von oben heißt, wenn ich jemanden mit einem Präzisionsgewehr abknalle, dann ist nur eine Aktion weg. Dann würde ich das hier nehmen. Das erscheint mir sinnvoller. Weiter. So. Ja, so viel haben wir nicht eingesammelt. Nur eine Viperleiche. So, was sagt die Uhr? 40 Minuten. Das reicht jetzt eigentlich für zwei Folgen. Dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt hier noch ein bisschen die Welt an, bis wir hier vielleicht noch was erforscht haben oder so. Machen wir noch bis zur nächsten Mission und die starten wir dann in der nächsten Runde, in der nächsten Folge. Das heißt, jetzt habe ich hier den Schwarzmarkt oder ein verschlüsseltes Signal in Asien. Dann nehmen wir das. Denn um Kontakt herzustellen, fehlen mir Kontaktmöglichkeiten. So, dann scannen wir mal das verschlüsselte Signal. Dieser Turm scheint seit Jahren zu verrotten, wenn nicht Jahrzehnten. Wir empfangen noch Energiesignale, aber keine Lebenszeichen. Wir wissen aber, dass die Übertragung von dort kam. Ich wette, jemand nennt diesen Ort sein Zuhause. Commander, wenn wir einen Trupp hinschicken, wäre ich gern dabei. Wer diese Nachricht auch geschickt hat, er weiß ebenso viel über die Systeme meines Vaters wie ich. Und ich will wissen, warum. Ich bin die Einzige, die weiß, wonach sie suchen muss. Ich sollte dabei sein. Mhm. Setze Kurs auf Sektor 1, die Arktis. Gut, das gucken wir uns später an. Wir haben hier jetzt nochmal eine Beförderung bekommen. Ich will jetzt hier mal nochmal gucken. Können wir jetzt in der Waffenkammer, in der Guerilla-Taktikschule, eine neue Kampftechnik erforschen? Truppgröße 2 fehlt mir immer noch. Captain. Ich habe noch keinen Captain. Das ist Mist. Wie lange braucht das hier noch alles? Das braucht noch 3 Tage. Und hier ist in 2 Tagen alles weggeräumt. Dann kann der hier rübergehen und da wegräumen. Und dann müssen wir hier wegräumen. Und dann müssen wir endlich hier... wir müssen ja noch Energie bauen? Wir müssen dem Ding auf den Fersen bleiben, Commander. Allein der Gedanke daran, dass diese Testsubjekte frei draußen rumlaufen könnten, ist alles... Wir müssen diese Viper finden und notfalls töten. Wir sollten uns außerdem auf die Möglichkeit vorbereiten, auch den An... So, wir müssen hier... Ja, wir können hier den verlorenen Türmer oder wir können hier auf den Schwarzmarkt gehen. Warte mal, den Schwarzmarkt muss ich aber bloß einmal freischalten. Dann lass uns diese Runde mal noch zum Schwarzmarkt fliegen. Und den ein bisschen scannen, dann haben wir hier noch ein bisschen was. So, Trümmer weggeräumt. Raum ansehen. Maximaler Energieverbrauch erreicht. Ja. So, jetzt müssten wir... Ich muss hier, auf dem Ding müsste ich ein Energierelais bauen. Das kriegt nämlich zusätzliche Energie. Also müsste ich das hier mal freiräumen. Diese Spule liefert uns zusätzliche Energie für die Avenger-Systeme. Aber wir müssen eine Abschirmung hinzufügen, um die Crew zu schützen. So, das versuchen wir mal, ob wir das hinkriegen. So, du kannst hier noch hin und dann räumen wir es mal frei. 30 Tage, Fuck. Aber warte mal, wenn sie hier fertig ist, dann kann die hier helfen kommen.
Dann sind wir doppelt so schnell. Und dann können wir hier einmal Energie bauen. Und dann können wir... Wenn wir das fertig haben, machen wir einmal hier so ein Kontaktzentrum, dass wir wieder neue Gegenden freischalten können. Und hier drüben bauen wir dann diese Kampftaktikschule oder was das war. Ach nee, das bauen wir ja schon, das fortschrittliche Kriegszentrum. Das ist ja gleich fertig in 2 Tagen. Sehr gut. So, und in 2 Tagen müssen wir hier noch scannen. Fortschrittliches Kriegszentrum. Einsatzbereit. Oh ja, so, das schauen wir uns jetzt an. Was können wir jetzt da machen? Wir müssen jetzt hier einen Ingenieur einsetzen und dann haben wir 100% Heilung. Oder wir können einen so... Boah, und ich dachte, Wunder, was ich hier Geiles gebaut habe. Na, scheiß drauf. Machen wir später. So, jetzt kommst du hier erstmal mit rein. Ach so. Zack. Und jetzt dauert es nur noch 15 Tage. Ja. So, ich brauche auf jeden Fall mehr Energie. Und die muss ich dann schon mal hier auf die Energiespule bauen, sonst hat das keinen Sinn. Oder wenn ich hier, warte mal, Moment, vielleicht machen wir auch anders. Wenn ich dich hier einmal entferne wieder, komm mal nochmal raus. Und... Oh, hier einmal Energie hin. Nee, wenn, dann würde ich hier einmal Energie hinbauen. Hier würde ich dann irgendwas, was ich vielleicht noch Besonderes an Einrichtung bauen muss. Maximaler Energieverbrauch erreicht. Jede Energieeinrichtung erhöht die Energie für den Betrieb. Durch den Bau von Relais können wir die Gesamtausgabe zusätzlichen Erweiterung und Verbesserung ermöglichen. Dafür kriege ich 3-mal Energie, das ist ja nicht so doof. Das Energierelais eingeleitet. Dann machen wir das so. Dann kannst du schon mal ein Energierelais bauen. In der Zwischenzeit macht der weiter. Macht das so Sinn? Dann muss ich da drüben freiräumen. Denn hier habe ich ja bloß ganz normale Alien-Maschinen. Und hier habe ich nochmal eine nicht abgeschirmte Energiespule. Ich weiß nicht, macht das Sinn, hier so ein Ding hinzubauen? Nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Hier, im Moment... Oder das hier noch? Warte mal. Nein? Wie lange ist denn... Wenn ich dich hier mit reinknalle. Wie schnell ist das? Aber das ist auch 20 Tage. Nee, komm, dann kommst du hier nochmal raus. So wie es vorher war, war glaube ich die beste Variante. So, hier kommst du mit rein. Jawohl. Und dann bauen wir hier einmal Energie. Wenn wir das freigeräumt haben. Wer weiß, vielleicht kriegen wir bis dahin noch über den Schwarzmarkt noch einen Ingenieur oder so. Das wäre doch gar nicht so verkehrt. So, komm hier. Wir sind ja hier gleich fertig mit Scannen. So, wir können jetzt zum Schwarzmarkt kaufen. Hier gibt es noch einen Ingenieur. Der kostet 90 Info. Los. Ja, mit dem. Annehmen. So, dann können wir jetzt hier unseren neuen Sigrid Berg reinhauen. Zack, du hilfst da bitte auch nochmal mit. Und dann sind wir jetzt bei 10 Tagen. So, und dann haben wir 3 Ingenieure, die danach schön parallel bauen können. 2 hier bauen, einer räumt frei oder so. Und danach bauen, freiräumen. So, jetzt haben wir natürlich viel von unserer Info verbraucht. So, wir gucken nochmal kurz im Schwarzmarkt. Wir gucken, ob wir irgendwas haben, was wir verkaufen können.
Eine Nanoschuppenweste. Naja, los. Naja, aber dafür kriege ich... Aber ich trage sie eh nicht. Oder? Die Frage ist, muss ich es verkaufen? Ich kriege ja dafür nur Geld. Machen wir nochmal zurück. Was kann ich denn kaufen? Das kostet Info, Info, Info. Alles kostet Info. Nee, das brauche ich alles nicht. So, dann haben wir jetzt... Ja, dann haben wir jetzt. Entweder wir sammeln oder wir gehen endlich auf diesen auf diesen Einsatz verlorene Türme. Danach kommt die Vorratslieferung. Gut, dann fliegen wir da jetzt noch hin. Avenger berechnet neuen Kurs. Zack, darüber. Shan, ich weiß, das ist was Persönliches, aber Sie müssen nicht da raus. Unsere Truppen sind durchaus in der Lage, das zu untersuchen. Ich gehe, oh. Central. Ich kann auf mich aufpassen. Warum soll ich denn so... mehr Zeit als nötig. Sie haben die Lady gehört. Kampfbereit machen. Chefingenieur Shan. Können wir auch nicht gucken, was die kann. So, gut, das machen wir dann aber erst in der nächsten Folge. Also, jetzt wird die speichert. Spiel speichern. Einmal hier und annehmen. Gut, und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ahoi und ciao, ciao.